Ich meine, welche Optionen habe ich? Welche Optionen habe ich? Ich komme nicht im Nordwesten von der Insel runter. Meine Stadt im Norden wird zerstört. Die Bauern können die Stadt niemals halten. Mediolanum wird zerstört. Wird belagert. Wir können auch, wie heißt die Stadt da nochmal? Raven? Ja, die heißt bestimmt Raven. Ravenna. Ravenna werden wir auch nicht halten können. Das macht nur Verluste. Die beiden Städte machen nur Verluste. Rom wird vielleicht einen Angriff überleben. Ich möchte auch gern wissen, was das genau bedeutet. Also im spielerischen Kontext hier. Wir nehmen an. Beschützt uns. Wir werden euch Ruhm bringen, wenn ihr uns wieder stark macht. Euer Einverständnis ist ebenso liebenswürdig wie vernünftig. Oh, da haben sie es wieder gebrochen. Eine Belagerung. Die spucken uns einfach ins Gesicht. Betrug. Ehre und Tugend sind für dieses Volk bedeutungslos. Indem sie uns verraten, sind sie nur unseren ewigen Missachtung würdig. Ja, ja. Die kommen einfach her und beleidigen uns. Geben uns noch ein bisschen Hoffnung und nehmen diese Hoffnung. Reißen sie uns aus dem Gesicht oder aus dem Herzen. Schmeißen sie auf den dreckigen Boden und spucken und treten drauf. Genau das machen sie. Wir sind am Ende, am Boden. Aber die Karalis, die kleine Stadt, wächst. Das ist die einzige Stadt, der es gut geht. Und ein Todesfall. Ja, das hat er nicht vertragen, Leontios der Harsche. Diesen Betrug hat er nicht ertragen. Die Götter haben den Zeitpunkt bestimmt, diesen Mann ins Jenseits zu holen. Sein Haushalt, sogar die Sklaven, werden seinen Tod betrauern. Tarentum, naja, gut. Die Seiten sind zum Protektorat geworden und haben ihre Unabhängigkeit verloren. Ja, und dann haben sie es... Ich bin wieder unabhängig. Es hat nicht mal eine Runde gedauert. Imperator? So, jetzt stehen wir hier. Marschieren! Und muss warten. Bis wir Geld haben für ein Schiff. Wir können auch keinen Gewinn machen mit Ravenna. Wir schicken die Truppen aus Ravenna weg. Weil das ist zu viel, das ist zu teuer. Das kann ich nicht. Ja, und Mediolanum, die Stadt, wird jetzt auch einfach so verlieren. Ich muss Geld sparen und das werden wir. Ja, zieht euch zurück. Anführer stirbt. Valentianus der Zornige. Unser Anführer ist tot. Ein edler Römer ist zu seinen berühmten Vorfahren heimgekehrt. In seiner Größe stellt er ein Vorbild für alle zukünftigen Generationen dar. Gut, er war hier in Rom. Rein in die Stadt mit euch. Wir machen langsam wieder Gewinn. Die sind etwas wütend hier. Deswegen, wir werden wieder gleich wieder Verluste machen. So, Rundenbericht. Wupp. So, neuer Anführer ist Platius der Ehrliche. Das war... Genau, das ist jetzt unser Erbe. Das Problem ist, er ist jetzt selbst uralt. Und Krieg erklärt. Wir müssen nochmal warten. Wir müssen warten, bis wir eine Chance haben. Ein Schiff brauchen wir. Attentäter erwartet Befehle. Sein Leben wird... Und das war unser Attentäter. Er ist gestolpert.
Okay, Terranzium, da drehen die Leute durch. Wir senken mal die Steuern und reparieren mal das hier. Und die Einheiten bis hierhin hier wieder auf Vordermann bringen. So, Londinium, was ist denn da los? Da können wir nichts machen. Können wir hier endlich mal ein Schiff kaufen? Befehle? Stimmt, die haben keinen General. Wenn du da hingehst, kannst du an der Küste ein Schiff kaufen. Wir können nicht weiter. Nein, kann er nicht. Klasse. Zurück nach Ibora, komm mit dir. Wir brauchen dann ein Schiff in Londinium. Wir müssen ein Schiff bauen. Ein gutes Schiff, das hier zum Beispiel. Ich hoffe, es kommt dann darüber. Wir werden belagert. So, Mediolanum ist Geschichte. Damit machen wir weniger Verluste. Und Colonia Agrippina. Ja, ist in Ordnung. Imperator, stoßen vor! So, können wir das Schiff jetzt darüber schicken? Öffentlich Unordnung, okay. Wir haben die Chance. Hoffentlich kommt das Schiff dadurch. So, Siedlung belagert, Mediolanum. Haben wir auch sogar verloren. Ravenna hat nicht mal eine Truppe und kostet trotzdem. Genau, das ist das Problem. Die Unterhaltskosten eurer Streitkräfte werden im Verhältnis der Siedlungsgröße aufgeteilt. Ach, Siedlungsgrößen aufgeteilt. Diese Summe wird gezahlt. 2438. Aber die wird nicht auf alle aufgeteilt, oder wie? Da wird mein gesamter Sold auf diese Siedlung, also alle Truppen auf alle Städte verteilt und dann da? Vielleicht verstehe ich das dann so. Er geplündert Mediolanum. Ja, die Geschichte ist weg. Die Stadt ist weg. Siedlung besetzt, Colonia. Rekrutenbericht. Wir haben ein bisschen Geld bekommen, das ist in Ordnung. Stadt wächst, Londinium. Vielleicht können wir hier ein paar Sachen ausbauen, wie zum Beispiel eine Steinmauer. Mit Ibora kommen, da können wir nichts machen. Ich meine, wir könnten Attentäter ausbilden, aber das dauert ewig, bis er da durchkommt. Obwohl, ist sowieso noch ein Spion. Nee. Heldentod, heroischer Tod. Caeso Aurelius. Ist in Mediolanum gestorben. So, Palast des Prokonsuls wurde repariert. Aber wir rekruten, genau. Schiff ist da. Müssen wir auf die nächste Runde warten. Ja, da kommt schon ein neues Schiff von denen. Aufstand Londinium. Sind bereit. So, bitte kommt durch. Kann dort nicht hin. Setz die Segel. Weiter geht's. Eine Runde brauchen wir noch, bis die hier rüberkommen. Setz die Segel. Nur eine Runde. So, was kann ich hier bauen in Ibora-Kurven? Ich würde dort ein bisschen was für die Zufriedenheit machen, und zwar eine Kanalisation. Obwohl das nicht mein hier Problem ist. Ist mehr die Unzufriedenheit. Wir machen eine Farmgemeinschaft, ich glaube, das ist erstmal besser. Mehr essen und dann sind die glücklicher. So, die Schiffe müssen zurück nach oben. Ravenna wird nicht erobert. Wir können die Stadt einfach so lassen. Okay, wieder Aufstand in Londinium. Bitte beruhigt euch doch. Wir sind kurz davor, die Mauer hier fertig zu bauen. Ibora, komm, geht's jetzt nicht mehr so gut. Nach die Kanalisation. So, kann das Schiff jetzt hier rüber? Perfekt. Dann zurück mit euch. Und da ist die Stadt. Tara müssen wir erobern. Wir können nicht weiter. Ja, sonst gibt's gar nichts.
Herr, bereitet euch auf die Schlacht vor. Siedlung wird belagert. Ja, das geht schon. Vier Leitern und ein Rambock. So, Rundenbericht. Wir machen ein bisschen Gewinn. Wenn wir die Städte hier im Norden richtig hinbekommen, dann geht's gut. So, und die Steinmauer, die drehen nicht mehr durch. Essig reich mit den Alemannen, na klar. So, Einheiten bitte fortbilden. So, jetzt brauchen wir etwas für die Zufriedenheit. Was ist denn das Problem gerade? Hier Schmutz zum Beispiel und Entfernung zur Hauptstadt. Wenn wir uns erstmal um das Schmutz, um den Schmutz hier kümmern. Ja, deswegen erstmal öffentliche Bäder. Oder mehr Kontrolle in Legionärskasernen. Nee, nicht da. Wo war das? Wir können die christliche Kirche bauen. Öffentliche Zufriedenheit steigt. Ich glaube, eine Kirche wäre besser. Ja, wir machen eine Kirche. Bob. Okay, die haben die Handelsrechte angenommen. Geht's denn nicht mehr so gut in dem östlichen Reich? Merkwürdig. Flotte bereit. So, Schiffe sind wieder sicher. Rundenbericht, wir machen wieder kleine Verluste. Bau abgeschlossen, die Farmgemeinschaft. Wenn das ganze Land durch Brandrodung gelitten hat, können sich ganze Gemeinschaften zusammenschließen, um zusammen zu arbeiten. Farmgemeinschaften haben durch ihre Größe einen kleinen Vorteil. Sie teilen sich Werkzeuge und Ressourcen und alle ernten gemeinsam, sodass sie einen witzigen und tollen Überschuss produzieren. Dadurch werden individuelle Ausfälle minimiert und durch die erhöhte Produktion das Bevölkerungswachstum gesteigert. Toll. Das war eine falsche Taste. Wo ist Ebora? Komm, da. Wir bauen ja weiter. Das ist in Ordnung. Das Geld können wir erstmal ein bisschen sparen. Vielleicht so ein Palast des Prokonsuls. Das sehen wir noch. So, Tara muss erstmal erobert werden. Das machen wir selber. Es darf nicht schief gehen, egal was passiert. Ja, zum Tor gehen wir nicht. Wir werden die Mauer erobern. Wo ist meine Leiter? Wir hatten doch vier. Ich hoffe, die liegt noch irgendwo. Scheinbar nicht. Aber der Feind sollte ja nicht viele Truppen haben. Deswegen, wir schicken die Föderate nach vorne. Wir können die Leitern fallen lassen und ihr geht nach vorne. Genau, die haben doch gar keine Truppen, deswegen nach oben mit euch. Wir haben nur Kavallerie, wenn ich es richtig sehe, nicht wahr? Das ist Kavallerie und das ist Infanterie. Speerträger. Na gut. Schlecht. Die Leitern sind in Stellung und unsere Männer greifen an. Was nützen Mauern gegen unseren Mut? Bei den Göttern! Unsere Soldaten haben heute gut gekämpft. Die Mauern sind besetzt. So, damit hätten wir das hier. Schicken wir mal die Speerträger rein und die Kavallerie. Die Kavallerie muss langsam rein. Wenn sie blöd sind, fordern sie uns hier an der Mauer heraus. Was wir aber nicht tun. Jawohl, die sollten nach vorne gehen.
Vielleicht sogar in einer lockeren Formation. Damit die nicht einfach so weggehauen werden. Die bleiben still, genauso wie die. Die marschiert dann langsam immer nach vorne. Kavallerie dahinter. So, einmal hier unten aufstellen. So, mal sehen, ob wir das hinbekommen. Wir haben nur leichte Infanterie. Das sind eigentlich nur Bauern mit Schild und Speer. Wir haben einen Kriegsherr. Ein Kriegsherr alleine schon tödlich. Fiktische Speerträger kann ich nicht einschätzen, aber wir haben Kavallerie. Das sollte ein Problem für uns sein. Was immer die Infanterie da gemacht hat. So, langsam nach vorne. Er sichert die Straße da vorne. Er geht dahinter. Kavallerie nach oben. So, erstmal Straße sichern. Wir sollten die Kavallerie hier rüber schicken, dann können wir sie von hinten angreifen, wenn die Speerträger nicht mitmischen. Wenn die Speerträger mitmischen, oder die deren Kavallerie abhaut, dann können wir die Speerträger hier angreifen. Rüber mit euch. So, hier nach vorne. So, wie weit könnt ihr werfen? Ein bisschen. Wenn wir ungefähr bis zu der Grenze vom Haus nach vorne marschieren, könnten wir das hinbekommen. Okay, sie sind da. Dann einmal Sperre rein da. Haut den Kriegsherr weg. Kavallerie nach vorne. So, Position nicht halten, Ränder. Kommt schon, werft die Speere. Worauf wartet ihr? Na super, jetzt fliehen sie. Aufbrechen, Ränder. So, Infanterie. Wir brauchen die Sarmatischen und Föderati. Er geht da rein. Die anderen bleiben da. So, schnell hier rüber. Nicht gegen die Speerträger. Hier rüber. Und die weg. Die weg. Darüber, darüber, darüber. Komm schon. Okay, die werden gleich da reinlaufen. Der Kriegsherr muss halt unbedingt sterben. Sieht aber gut aus. Okay, Kavallerie wieder raus. Das macht die Speerträger. Der feindliche General läuft davon. Nie sollte sich ein Anführer so verhalten. Doch am schlimmsten ist dies inmitten einer Schlacht. So, nach vorne.
Okay, die werfen jetzt die an. Die sollen sich verstecken, kein Problem. Kavallerie schaltet den aus. Perfekt. Der feindliche General ist so, rein da, jetzt greifen wir alle an. Die greifen von hinten an und die warten noch. Wichtig ist nur, dass sie nicht zurück auf den Platz kommen. Ja, die brechen komplett durch. Also nicht komplett. Die werden schon aufgegeben. Okay, das kriegen wir hin. Heroischer Tag. Klarer Sieg. Wir haben es geschafft. Damit gehört Tara uns. Uff. Dass wir schon solche Probleme haben gegen einfache zwei Truppen von denen. Aber sie haben Geld. Nur 9.000, das ist nicht viel. Trotzdem, wir brauchen das Geld. Und Derna the One, Hallöchen. Willkommen hier bei The Rome Total War, wo mein Reich auseinandergebrochen ist. So, Steuern einmal senken. Einheiten fortbilden, das müssen wir mal investieren. Wir haben jetzt ein bisschen Geld bekommen. Das ist gut, aber... Bisschen mal schauen, wie wir das irgendwie investieren können. Was brauchen die hier eigentlich gerade? Ja, mehr so eine Kulturstrafe gibt es. Glaubensübersicht ist auch nicht gerade gut. Wir könnten aber mehr Geld machen. Das heißt, wir gehen hier auf Wirtschaft. Mehr Straßen, wir brauchen einen Markt. Gibt's aber nicht. Nee, gibt's gerade nicht. Was haben wir hier? Öffentliches Gesetz. Wir machen erstmal Straßen. Und danach können wir die Schiffswerft reinsetzen. So, Londinium, da würde ich auf Arena setzen, damit wir das vielleicht ein bisschen auffangen können, wenn die hier ein bisschen unzufrieden sind. Das kostet, aber ich... Obwohl, ich denke, ein Palast des Prokonsuls wäre auch nicht schlecht. Aber da müssen wir danach die Mauer bauen und das noch weiter... noch erweitern. Hm. Ich würde aber trotzdem einen Palast bauen. Der ist teuer. Das können wir gerade... Und hier würde ich noch warten, nachdem wir die Kanalisation gebaut haben. Ein Schmied vielleicht, aber ist alles zu teuer gerade. Wir warten. Ich meine, wir haben ja noch eine Stadt und zwei Karadis. Da könnten wir einen Stadthalterpalast bauen. Ja. Und in Syrakus ist ja auch noch was offen. Und zwar können wir da die große Steinmauer reinsetzen. Und dann haben wir noch ganze 23 Münzen. Das ist toll. Aber Rom gehört noch uns und das ist toll. Da können wir mal die Generäle rausschicken, die sollen mal die hier besiegen. Dass immer hier Rebellen machen. So, zurück mit euch. Wunderbar. Wir können die Steuer nicht sehr hoch setzen, das geht nicht. Aber das Gefolge vergrößert sich von Attalus Mela. Er hat jetzt einen Läufer. Das war ich damals in Kingdom Come, neben Hans. Das Kommando und die Kontrolle auf dem Schlachtfeld hängen davon ab, dass Befehle ankommen. Der Läufer macht das. Der läuft immer hin und her. Wo ist der? Da. Ist aber gut. Ja. Die Frage ist, wie mache ich jetzt das mit der Dal Raider? Wie hole ich mir diese Stadt? Aufstand Londinium, die sind immer noch sauer. Aber das wird schon. Ich habe Vertrauen. Ein schneller Schlag wäre hier nicht schlecht. Wenn man hier einfach durchkommt. Dafür brauchen wir eigentlich Belagerungsgeräte. Wir haben aber nirgendwo eine Chance, welche zu bauen. Oder doch? Bogenschützen, Schmied vielleicht.
Nee. Wo, das war ja in der Gebäudekartei, nicht wahr? Wer bräuchte denn einen Schützenplatz? Nee, Schützenplatz. Bogenschützen. Ballisten. Onaga auch hier. Okay, der Schützenplatz. Der muss auf Stufe 3. Wir haben nicht mal eine Stufe. Die Stadt ist an sich schon, bevor wir das überhaupt angehen können, haben wir riesige Probleme. Vielleicht können wir das irgendwie anders lösen. Gibt es irgendeine Söldnereinheit, die... Ne, wir haben Geralsritter, die sind cool. Sehr viel Defensive. Aber sehr teuer. Ich werde noch ein paar Einheiten ausbilden, weil wir haben ein paar Probleme. Wir brauchen ein bisschen Kavallerie. So, Rundenbericht. Wir machen ein bisschen Gewinne. Endlich mal wieder. Zerstörung des Serapeums. Des Serapeums. Bei einem Versuch, den heidnischen Einfluss in Alexandria zu beenden, hat der Bischof von Alexandria die Schätze aus den heidnischen Tempeln geraubt und in seinen Kirchen zur Schau stellen lassen. In den folgenden Wirren verbarrikadierten sich die Heiden im Serapeum, einem überaus beeindruckenden Tempel zu Ehren des heiligen Stiers Apis. Man gewährte ihnen freien Abzug, entschied sich jedoch, das Versprechen, den Tempel nicht zu beschädigen, zu ignorieren. Ein Christenmob konnte das Gebäude ungestraft Stein um Stein abreißen. Volljährigkeit. Rekrutierung. Aufstand. Und Hochzeit. Wir können Belagerungsgeräte bauen, aber erst in Rom und ich kann die Schiffe nicht darüber schicken. Die würden sofort zerstört. Das dauert ewig. Ich meine, vielleicht schaffen wir es dadurch, Einheiten durchzuschleusen, aber selbst wenn, würde das ewig dauern. Schade, dabei haben wir gutes Gerät hier. Aber egal. Rom, wir wollten hier ein bisschen was. Genau, wir wollten die Generäle ein bisschen aufrüsten. Die Einheit ein bisschen auf Vordermann bringen. Dann ist das Geld wieder weg. Dass die Ravenna nicht geholt haben. Die Stadt ist leer, da ist nicht eine Einheit drin. Verstehe ich nicht. Aber Rundenbericht, wir haben sehr viel davon ausgegeben. Okay, aber die Kanalisation ist fertig. Die christliche Kirche. Damit haben wir das hier in Ordnung gebracht. Londinium ist wieder auf Kurs. Sehr schön. Ich hoffe, die haben keine Truppen auf dem Schiff. Doch, da ist ein Agent. Diplomat. Okay, noch ein bisschen mehr die Einheiten hier Vordermann bringen. Wow, sarmatische Hilfstruppen sind so teuer. 1000! Dann erstmal das Schiff und die hier. Dann sparen wir wieder. So, jetzt machen wir noch die letzte Einheit. Bop. Vielleicht können wir noch irgendwo was bauen. Genau, in Caralis. Ich hätte gerne die Rodung hier fertig. Damit wir ein bisschen die Nahrungsmittelproduktion erhöhen. Und weiter können wir nichts bauen. Stadtteilpalast in Caralis ist fertig. Gut. Dann kam das Fache durch. Wunderbar. Rotierung, die Einheiten fortgebildet. Wir haben hier ein paar Sachen. Das da, das hätte ich gerne. Da können wir die Steuern erhöhen. Auf normal. Aber wir lassen das noch ein bisschen niedrig, weil viel Geld wirken das nicht ein. Vielleicht bekommen wir da, ich weiß nicht, stabilisiert sich das noch weiter oder so. Und schon sind sie wieder sauer. Ein schönes Geld für die Reparaturen. So, aber Eboracum hat sich gut stabilisiert. Jawohl, gar nicht mehr so sehr. Ich dachte schon. Nee, Tara, bleiben wir noch. Und Bericht, wupp. 900 Münzen, vielleicht ein Syrakus irgendwas, eine höhere Steuer? Nee. Ihr könnt die Spiele ein bisschen, ja, die Spiele ein bisschen runtersetzen. Wirklich teuer. Tägliche Spiele auf Monat, jährlich, mache ich. Da geht die Mauer durch und das sollte das in Ordnung bringen, hoffentlich.
Dann sparen wir noch mehr Geld ein. Dann bekommen wir wieder 800, 900 dazu. Und da kann man die sehr hohen Steuern machen. Nochmal 400. Aufstände Londinium, klar. Wird ihr nichts kaputt machen? Doch, haben sie den Markt. Wo wollt ihr denn eure Sachen kaufen? Und Raffi, Hallöchen. Heute kannst du nicht so lange, kein Problem. Es ist kein Problem. Ich bin heute auch etwas müde. Aber, ja. Bei dem, was du dann machst, oder so, dann wünsche ich dir viel Spaß. Oder, wenn du früh ins Bett gehst, gute Nacht. Ist alles in Ordnung. So, Tara, da gehen wir mal die Städte so durch. Ja, Karalis, wir schenken denen eine Kanalisation. Dann ist es da ein bisschen besser. Der Rest ist eigentlich nicht so wichtig. Baubericht. Außer Steinbau und Syrakus, geht's denn wieder besser? Ja. Hatte ich der Rundenbericht, den wollte ich... Oh, eine neue Heimat, der Guten. Diese Seite hat sich in einer neuen Heimat niedergelassen, in die sie dem geschwächten Griff der dort Ansässigen entrissen hat. Und könnte nun wieder zu einer Bedrohung werden, da es nun eine Heimat hat. Will das Volk seine Grenzen ausweiten? Doch auf wessen Kosten? Lucidinensis. Goten. Die waren hier. Aber ich weiß nicht, wo Lucidinensis ist. Irgendwo. Die wurden hier zurückgedrängt. Und die Hunden sind auch weg. Merkwürdig. Naja.